Einen höligen Gruß zurück von aus Sons of the Forest von. Na, ihr wisst schon. Hallöchen. Hallo. Wir haben Nachtsichtgeräte gerade gefunden in der letzten Folge. Ja. Und jetzt laufen wir gerade nochmal zurück. Ich muss nur gucken, wo es lang geht. Ah, hier. Und gucken mal ganz kurz den anderen Dings an. Den anderen Weg. Weil nicht, dass wir was verpassen. Richtig coole Nachtsichtgeräte. Richtig, richtig cool. Was? Nix, nix, nix. Von das ist doch mal eine sinnvolle Verwendung von Batterien. Ja. Auf jeden Fall. Und bis jetzt habe ich das Gefühl, halten die eh schon länger als die Batterien in der Taschenlampe. Das stimmt. Hä, wo bist du? Wieso bist du da hinten? Ja, hier ging ein Weg lang. Das führt scheinbar zu dir. Ist das Das der? ist der Weg, den ich laufen wollte, Ah, glaube ich. Rundweg. Stimmt. Warte, ich muss mir das gerade mal anders angucken. Ja. Nee, das ist der nicht. Oder? Na doch, kann auch sein. Dann gehen wir halt tauchen. Zur Not müssen wir halt nochmal irgendwann wieder hier rein. Ja, genau. Wobei ich mir fast nicht vorstellen kann, dass hier noch was anderes zu holen ist, außer das Nachtsichtgerät. Hey, guck mal, in der einen Höhle, wo wir damals waren, da war die Leuchtpistole, dann war das Gewehr, da war alles drin. Stimmt. Das ist schon sau cool mit dem Nachtsichtgerät. Voll sinnvoll. Ja, ich muss Wo geht's denn hier lang? Bist du von hier gekommen? Ich glaube, wir müssen da Es hier lang. lang. Ja. Ja, hier bei den Leichen. Dann müssen wir jetzt tauchen. Hier war das, oder? Ja. So. Oh Gott. Nicht sich Gerät aber ausziehen. Gott. Geht's hier noch tiefer oder was? Ich habe keine Ahnung. Es ist gerade echt, Hier bei mir geht's weiter. ja, ich folge dir. Oder auch nicht. Sind wir jetzt wieder raus? Die Frage, wie kommen wir hier hoch oder geht's hier nochmal runter? Nö. Nee. Hä? Das ist die Rutsche, die wir runterkommt? Nee. Nee. Macht sich Gerät. Wie soll man denn hier hochkommen? Hier geht's runter. Oh nee. Das sieht aber aus wie eine Rutsche auch. Ja. Dann hätte wahrscheinlich ein anderer Weg auch hierhin geführt. Das erklärt auch, warum wir nicht hochkommen, weil man kann ja die Rutsche nicht hoch. Sehe nichts. Wie kommt man hier wieder raus? Ich kann das Nachtsichtgerät gerade nicht anziehen. Nee, oder? Wo komme ich denn hier raus? Siehst du meinen Namen? Ja. Folgen wir doch einfach mal.
Hätten wir gar nicht tauchen müssen. Das war's jetzt. Das war's jetzt. Ernüchternd. Dann laufen wir doch mal ein Stück weiter zurück, weil ich glaube, irgendwas übersehen wir gerade. Ja. Laufen wir aber diesmal hinterher. Ja. Ja, Michael, jetzt nicht rum. Ah ja, genau hier geht's lang, da wo ich lang laufen wollte. Ja. Hier. Ich gucke noch schnell im Wasser, ob es hier nicht irgendwie eine offene Stelle gibt, dass man da irgendwo tauchen kann oder so. Ach so, ja, das ist ja. Das fuchst mich schon noch so ein bisschen, ne? Das ist ja irgendwie so viel. Struktur ist quasi so menschengemachte oder was auch immer. Genau hier wollte ich dann lang. Okay, hier waren wir offensichtlich wirklich noch nicht, ne? Ja, genau, das ist das, was ich vorhin gesehen hatte. Aber zum Glück sind wir erstmal den anderen Weg gegangen. Warte, ich trinke was. Ja. Weil sonst hätten wir das Nachtsichtgerät nicht gefunden. Es hat schon alles seine Richtigkeit gehabt. Ja. Hier ist ein Seil. Ich zieh mal schnell das Tauchgerät aus. Das hängt mir so ein bisschen im Bild rum. Ja. Ich zieh mir mal schnell noch Rüstung an. Mir fehlt nämlich wieder was. Dann schneide ich mit. Da kommt noch eine. Also der jetzt frisch umgefallen ist, den machen wir. Ja, 1, 2, 3. Und dann bin ich eh wieder voll mit Rüstung, wenn die beiden jetzt verschnippelt sind. 1, 2, 3. Ich glaube, ich höre Babys. Ich höre irgendwas laufen. Ja. Ja. Mann, ihr kleinen Scheißes. Oh, 2 Tauchflaschen. Und hier geht dann ein Abgang ab. Ja, ich werde jetzt mal die Tauchdings umtauschen. Ja. Na. Oh. Was ist das, Alter? Sieht aus wie ein Astronaut oder so. Mann. Ja. Oh. Der hat nix. Traurig. Mann. Warte mal.
Ist da die Frage, tauchen wir jetzt erstmal oder gehen wir jetzt Du erstmal da bist ja den Weg rein? getaucht. Nee, hier Welchen zweigt sich's Weg? ab. Hier geht's ab. Okay, ja, dann gehen wir erstmal da gucken. Naja. Ja. Junge, Alter. Ja. Wie viele Seile wollen Sie haben? Ja. Aber ein Draht war zwischendrin, ne? Ja. Okay. War das, kommen wir hier drin ein Lagerfeuer machen? Ich glaube. Kann man? Vielleicht lassen wir mal Ich kurz esse pennen. dann. Ich esse. Das geht doch nicht mit Ach Feuer. so, ja, vergiss es. Aber mit der Dingsplane. So, vielleicht nicht mehr so das Ausdauerproblem haben. Energie Ja. halt. Und das noch speichern. Ja. Viel passiert jetzt. Richtig viel. Okay. Gut. So. Hey, dann tauch du vor, weil ich sehe nichts. Wir bleiben erstmal an der Oberfläche hier. Du bist noch hinter mir? Ja. Na, verrückt, wo sind wir ja schon wieder gelandet, ey? Ja. Ja, Gegner. Wo denn? Geradeaus Richtung Licht. So cool hier mit den Basaltsäulen, oder? Ja. Ich sehe keinen Gegner. Immer noch nicht. Irgendwo hier war er. Lass uns aber mal kurz hier die Ecke angucken. Ja. Knochen, Schädel. Sehr besonderer Ort hier. Oh mein Gott. Ih, was ist das denn? Ah, Alter, Mutanten, keine Ahnung. Ih, Oh die mein machen. Gott. Hast du gesehen, was sie mit ihren Hinterbeinen machen? Ah. Alter, ich bin die eklig. Brenn ihn an, brenn ihn an. Alter, Gänsehaut bis zum Arsch gerade. Eklig, oh mein Gott. Ih, guck mal, der hat eine Mumu. Jetzt ist er tot. Oh mein Gott. Der hat eine Mumu. Das musst du rausschneiden. Tatsache. Ah, ich glaube, der lebt noch. Der lebt noch, der lebt noch, der lebt noch. Ja, noch einer. Alter. Boah, sind die eklig. Warum tut ihr uns das Da an? kommt noch einer, da kommt noch einer. Ja. Junge, Alter. Junge, Junge, Junge. Hier ist ein ganzes Nest. Eklig. Ja, wir müssen nicht schnipseln. Ah, du bist voll, ne? Ich bin immer noch voll. Ja. Junge, Da es kommt noch ist. was. Da kommt noch was. Ich höre es. Boah, sind die eklig. Die sind echt.
Das ist die Akrobaten-Anke. Oh ja. Scheiße, ich bin voll mit Mutantenrüstung. Jeder, da kommt noch einer. Ich komm sofort. Ich will nicht mit den Füßen. Gehen Sie weg. Ich rüste mir schnell Rüstung aus, dann schnippel ich mit. Ja. Alter. 1, 2, 3. Akrobatenankel greift an. Also ich muss sagen, jetzt ist mir schlagartig irgendwie richtig heiß, ne? Mir war jetzt die ganze Zeit schön kalt und jetzt bin ich voll im Schwitzen wieder. Das ist so eklig, ey. Wo sind wir denn überhaupt lang gelaufen? Wo müssen wir lang? Die Richtung stimmt. Ich hab die Orientierung wieder verloren. Du dummes Scheißvieh! Jetzt sind das schon zwei, wo kommt jetzt der zweite her? Mann! Oh mein Gott, hier kann man was sammeln. Ja. Kannst du hier auch sammeln? Das kann man sammeln. Warte, der lebt noch. Oh Gott, er steht auf wieder. Mach ihn tot, mach ihn tot. Er ist doch tot, komm her. Wo kann ich was sammeln? Hier. Was ist das? Oh mein Gott. Goldrüstung? Alter. Ich hab's jetzt angezogen. Hast du's auch an? Oh mein Gott. Okay. Was ist das? Guck mal, jetzt liegt was die ganze Mutantenrüstung. Ah, weil es jetzt die angezogene aus hat quasi. Oh mein Gott, ey. Okay, 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 okay. Ja, jetzt können sie alle kommen. Jetzt können sie alle kommen, wie sie wollen. Jetzt ist mir scheißegal. Oh mein Gott. Junge, was passiert hier? Goldrüstung. Wie krass ist das denn? Ich muss was trinken. Hier geht's dann hoch mit einem Seil. Ach, wir haben unsere Flaschen gar nicht voll gemacht. Ich habe meine aufgefüllt. Ich war eine gute Nudel. Oh mein Gott, was passiert hier gerade alles? Sind ganz viele eine Seile. Goldrüstung. Ey, uns kann jetzt niemand mehr was antun. Ist so. Wo bist du? Ich laufe hier gerade einmal um das Ding rum in der Mitte. Ja. Oh mein Gott, ey. Die ganze Mutantenrüstung liegt jetzt hier rum. Schade. Ja. Aber egal. Wir sind jetzt einfach vergoldet. Ist so. Und hier sind wir gekommen, ja. Okay, aber gut zu wissen, das ist also auch wieder ein Rundweg hier. Oh mein Gott, wir haben, glaube ich, den Checkpoint geknackt hier. Ich glaube, dafür ist man hier runter. Ja. Okay, dann können wir jetzt dann eigentlich hier hoch. Weitergehen. Oh mein Gott, du siehst so golden aus. Ah, du bist auch ganz goldig. Wow, oh mein Gott. Ah. Das ist ja richtig krass. Das ist echt übel. Also richtig unerwartet. Ich wusste ja nicht, was man hier finden kann, ne? Aber damit habe ich nie gerechnet. Nee, ich auch nicht. Ich habe gedacht, wir kriegen irgendeine Pistole oder sowas. Was auch schon geil wäre. Ja. Na, guck mal, jetzt kommt ja eine. Ein Strick nach dem anderen. Jetzt kommen wir bestimmt raus. Wird aber auch Zeit, ich vermisse das Tageslicht. Ja, das war schon eine krasse Höhle. Mhm. Alter, kommen wir auch irgendwann mal an? Ich meine, wir sind übel tief gerutscht, ne? Also es hat ja kein Ende genommen. Nee. Ich bin oben.
Da kommt dann nochmal ein Seil. Ich muss auf jeden Fall erstmal was trinken. Leer. Gut, die gute Nudel ist gar keine gute Nudel. Oh nee, ich hab was Ekliges gehört. Solange es nicht hier die Akrobatenanke ist. Akrobatenanke. Akrobatenanke oder Aerobic-Anke? Nee, Akrobatenanke. Akrobatenanke und Goldrüstung, so heißt die neue Folge. Ja. Ah, oh, da ist noch mehr Akrobatenanke. Nee, das sind die Nee, Doppel. Doppel. Honey und Nanny hier. Alter, das zieht uns so viel Leben ab. Ich dachte, die Rüstung schützt jetzt ein bisschen. Na? Na gut. Wir brauchen die jetzt nicht mehr metzeln. Nee, ich hau mir auch schnell mal Medizin rein. Ah, Babys. Okay, das funktioniert bisher ein bisschen komisch mit der Rüstung. Ich meine, sie geht nicht kaputt, ne? Ist ja auch irgendwie was wert. Aber irgendwie. Irgendwie verliert man einfach Leben. Mann, ich kann die Babys nicht töten, Mann. Ja. Irgendwas hört sich hier gerade eklig an. Okay, man muss wieder tauchen. Alter, aber was denn noch? Oh Gott. Liegt auch noch mal eine Flasche? Ist da rein? Nee. Du bist hinter mir? Glitzert wie eine Disco-Kugel. Und dein Popo ist frei. Ja, wie soll man sonst aufs Klo gehen, ne? Was meinst du, wie schwer ist es, sich aus so ein Ding rauszuschälen? Junge, 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 was für eine Höhle. Boah, du glitzerst auch so krass. Ey, ich bin so gespannt, wenn wir draußen sind, wie das aussieht, ne? Ah, ja. Ich auch. Oh Mann. Gegner. Mindestens drei. Die Mutantenrüstung besser. Was bist du? Entschuldigung. Okay. Bin tot. Nur viel Schaden, ne? Ja. Da ist die Mutantenrüstung besser. Oh, 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 oh. Okay, renne erstmal weg. Ich lieg am Boden. Tot. Ich auch. Nein. Und jetzt? Das ist richtig scheiße. Oh, respawn. Ja, müssen wir. Ja, ich weiß. Aber ich bin trotzdem in der Höhle.
Wie, wir waren in einem Item. Ja, immerhin hast du noch die Fackel, ey. Ja, ich habe alles noch. Du nicht? Nee, du musst erst deinen Rucksack zurückholen. Ja, der Rucksack, der lag hier. Oh. Okay, vergiss es. Ah, ich dachte schon, das wird jetzt voll das Drama. Komm, wir müssen jetzt lang. Das ist eine gute Frage, ne? Ah, hier. Ah, Glück gehabt, ey. Okay, also, gerade nochmal neu. Boah, ich hatte so Schiss, dass wir jetzt draußen sind oder so, ne? Und irgendwie wieder hier rein müssen. Ja. Das würden wir nie wieder finden. Den Weg kriege ich schon nie wieder zusammen, ey. Oder wir. Nee, das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Dir jetzt dann meine Fackel an. Ja. Dass wir den anfackeln können, weil sonst sterben die nicht. So, jetzt muss ich erstmal die Taschenlampe wegpacken. Jetzt muss ich das Feuerzeug rausholen. Das ist bei mir einfach. Goldrüstung? Ich bin mit der Goldrüstung noch nicht zufrieden. Nee. Da war die Mutantenrüstung besser, weil das hat erst die Rüstung weggemacht und dann Leben genommen. Ja. Noch nicht gut. Medizin hau ich mir noch rein. Ja, hab ich auch gemacht. Wie viel haben wir? Wie viel was? Achso, ja, 27 Minuten. Ja, dann beenden wir sie jetzt und machen Dings in der nächsten Folge weiter. Ja. Also bis zum nächsten Mal. Bleibt gespannt. Wir sind es auch. Bleibt gespannt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.